Hallo Freunde der Nacht, da bin ich euer Sadum mit einer neuen Folge Surviving Aftermath. In der letzten Folge haben wir die Pandemie überstanden. Trotzdem sind, ich glaube, es waren zwei Leute dann noch an den Nachwirkungen gestorben. Aber unser Feldhospital ist ja bald fertig, also die nächste Pandemie kann dann kommen. Mit dem zweiten Feldhospital sollte das dann auch ohne irgendwelche Medikamente klar gehen. Hoffen wir doch mal. Dann sind wir dabei, hier diese Quest zu machen, Konvoi Ahoi. Das war auch kurz davor. Ich glaube, da hatten wir in der letzten Folge einen kleinen Cliffhanger gemacht. Genau. Er hat nämlich noch vier Bewegungspunkte. Dann laufen wir doch mal als allererstes direkt hier mit ihm da rein. Es hat sich gelohnt, den armen Kerl zu belauschen. Ein Konvoi aus mehreren Trucks hat am Seitenstreifen eines alten Highways angehalten. Aus dem ersten LKW steigt Rauch auf. Du zählst drei bewaffnete Wachen und einige Fahrer, die sich an einer lautstarken Diskussion über schlechten Treibstoff beteiligen. Wir könnten den Konvoi angreifen, Fahrzeug für Belohnung reparieren, Fahrzeug gegen Entgelt reparieren. Also einmal Belohnung freiwillig sozusagen, dass sie uns das freiwillig geben und einmal vorher verhandeln, was wir dafür wollen, wenn wir es reparieren. Oder wir greifen die an. Ich würde sagen, wir machen das Dritte, dass wir vorher verhandeln mit denen, dass wir ordentlich was bekommen dafür, dass wir denen das reparieren. Du grüßt den Konvoi aus der Ferne und achtest darauf, dass du nicht als Bedrohung wahrgenommen wirst. Ich kann euch bei der Reparatur helfen, für eine Gegenleistung. Die Fahrer müssen zwar davon überzeugt werden, dass du dich damit auskennst, doch ein paar Kraftausdrücke später fährt der LKW wieder an. Der Wachmann, sichtlich genervt von der ganzen Sache, zahlte den vereinbarten Lohn, bevor der Konvoi wieder aufbricht. Wir bekommen 400 Silbermünzen. Was ist das? 50. Irgendwas, irgendeine Aussaat. Schätze ich mal, irgendwelche Samen müssen wir uns gleich mal angucken, was wir da dann hier jetzt bekommen haben. Und 10 Zufriedenheit. Sehr Quest schön. complete. Sorry Leute, ich bin nach wie vor noch ein bisschen krank. Also, was heißt krank? Ist schon auf dem Weg der Besserung, aber ihr hört es ja, ich habe noch ein bisschen Husten. Also, wenn ich da ins Mikro huste, sorry dafür. So, die Quest ist Not gonna fertig, dann work. können wir mit dem zurücklaufen. Obstkonserven sind das. Ach, schade. Ich dachte, das wären irgendwelche Samen, die mal aussehen können. Aber nein, es sind Obstkonserven. Gut. Dann hatten wir hier oben das wieder umgestellt auf Metallproduktion. Aber langfristig gesehen ist das nichts. Das ist uns nichts, Leute. Wir werden da noch eine zweite Produktionsstätte aus dem Boden stampfen. Und zwar hier Metallextraktor. Wir haben alles bis auf die Komponenten. Da warten wir mal noch ab. Ich habe auch schon eine Stelle rausgesucht. Hier 63%. Relativ nah von dem anderen Extraktor entfernt. Die Reichhaltigkeit 63%. Wir hatten hier links auch noch irgendwo, ich glaube, waren 80% hier. Das wäre auch noch eine Variante, dass wir das anknapsen. Da müssten wir aber erstmal Strom hinlegen. Aber so weit entfernt ist das ja gar nicht. Ah, schwierig. Vielleicht nehmen wir auch das. Aber im Moment müssen wir abwarten. Das kamen ja 30 Komponenten. Haben wir im Moment ohnehin nicht. Verseuchung ist hier sehr hoch. Werden wir mal dekontaminieren. Und wir müssen hier eine Arbeitszone verlegen. Das bitte. Gewächshäuser, ich hab's im Hinterkopf, Leute. Keine Angst, aber wir können halt nicht alles gleichzeitig machen. Wir werden uns jetzt erstmal auf das Metall konzentrieren, weil das Problem ist, ich habe mir mal das bisschen angeschaut, uns gehen so langsam die Werkzeuge aus. Seht ihr das? Und das Hauptproblem daran ist, dass wir halt zu wenig Metall haben. Jetzt haben sie mal wieder Metall, um das hier zu produzieren. Muss man unbedingt im Auge behalten. 15 langlebiges Werkzeug. Ach.
Also wir kommen nicht umhin, hier noch einen Metallextraktor zu bauen. Weil die Abfallstoffe nehme ich auch ab. Die brauchen wir ja auch für die Werkzeuge. Ich schau nochmal nach, nicht, dass ich euch irgendeinen Quatsch erzähle, aber so war es doch, glaube ich, oder? Ne, Teile sogar brauchen wir. Aha, und für die Teile brauchen wir aber Abfallstoffe, genau. Die Teile nehmen definitiv ab. Oh Mann. Ja, wir brauchen diesen Metallextraktor. Das wird das nächste. Hier kam irgendwo Meteoriten runter. Feldhospital ist fast fertig. Könnten die Geschwindigkeit hochdrehen. Das medizinische Zelt können wir zumachen. Das Feldhospital machen wir auch erstmal zu, sobald das fertig gebaut wurde. Und das nehmen wir nur mit ans Netz sozusagen, an unser Gesundheitsversorgungsnetz, wenn wir, oh Mann, die sind ja sehr zufrieden hier, die Leute, wenn wir Bedarf haben, wie zum Beispiel bei einer Pandemie. We've reached a milestone. Meilenstein absolviert, Staub zu Staub. Es ist schade, unsere Ältesten mit all ihrem Wissen und ihren Erinnerungen gehen zu sehen. Mögen sie in Frieden ruhen. Eingeborener Kolonist ist an Altersschwäche gestorben. Die meinen vielleicht der letzte Eingeborene, also der letzte, der von Anfang an mit dabei war. Weil das würde nicht der allererste sein, der da drauf gegangen ist von den, mit denen wir von Anfang an dabei gewesen sind. Nun gut. Wie viel haben wir noch jetzt hier? Milestones. 1, 2, 3, 4 gibt's noch. Schalte 100 Technologien frei. Triff alle Gemeinschaften. Ah, haben wir also noch nicht alle getroffen. Oh, jemand ist da. Zari ist zurückgekommen. Schön. Wir machen ja den Wheeler dann wieder zu einem Außenposten. Mangelt im Moment an den Komponenten. Keine Arbeiter zugewiesen. Könnten das theoretisch komplett zumachen. Das hätte ich. Im Moment glaube ich gerade so die Waage hier mit dem Werkzeug. Spezialist ist in Gefahr. All done. Plünderung ist abgeschlossen.
15 Jagdgewehre geplündert, 65 Silbermünzen. Ach ja, den wollten wir dann irgendwem hinterher schicken. Ah, nee. Wie war denn das? Wir hatten doch noch irgendwo anders jemanden hier zum Plündern irgendwo hingeschickt. Ja, da. Der soll das Auto holen, genau. Der holt das Auto und fährt dann weiter nach Westen, um seinen Kollegen hier abzuholen. Wieler ist da. Bedeutet, wir könnten jetzt hier dieses Ingenieurlager bauen. Oder wir machen den zu dem Siedler. Aber nein. Wir machen den zu einem Ingenieurslager. Hier können wir dann Saunen bauen. Heißt, wir könnten die verschiedenen Toiletten hier, die Wasserklosetts, abreißen. Mal gucken. We've made a new discovery. Sauberkeit ist fertig. Vorgelesen, hatte ich euch das? Ja, doch, hatte ich euch. Saunen. Wir brauchen Feuerholz. In einer Sauna können sich Kolonisten von schädigenden Partikeln und Erregern säubern, um Krankheiten im Keim zu ersticken. Benötigt Zugang zu einem Wasserturm, verursacht Verschmutzung. Also sollte, wenn möglich, ringsrum nichts weiter stehen. Wir schauen uns mal an, was das kostet. Hier, Sauna. Neunzig Metall. Wasserverbrauch geht aber, zwei nur. Könnten wir Wasserverbrauch auf jeden Fall sparen, weil diese Toiletten verbrauchen ja insgesamt 10. Aber Knackpunkt ist nach wie vor das Metall. Wir sollten zwar jetzt mehr Metall produzieren, genau, als was wir verbrauchen, dafür produzieren wir halt keine seltenen Metalle mehr. Das wird gebaut. Allein brauchen die Zari auch nicht ausschicken, außer wir sagen, die soll plündern. Aber wir werden erstmal ein bisschen was freiräumen. Und dann soll sie erstmal abwarten. Bis halt jemand noch mit ihr zusammen rausgehen kann. Ingenieur kreieren und der Wieler wird zum Ingenieur. Und dann suchen wir uns wieder was mit Lebenserhaltung. Gibt es Lebenserhaltung? Fahren wir dorthin. Dann ist dieses Ingenieurslager wieder weg. There are survivors at the gate. Überlebende am Tor. Kommen die ersten Wachen. Auf die warten wir noch. Dann kümmern wir uns mal um die Überlebenden. 22 Schutzräume haben wir. Ragged bunch shuffle slowly towards the Ja, gate. drei Erwachsene, ein Kind, zwei Senioren. Bringen ein bisschen Obst mit, Standardkleidung und Antibiotika. Nehmen wir an, wir lassen sie reinkommen. Drehen welche durch.
Nee. Spezialisten sind bereit. Weiter geht's. 23 Komponenten, sehr schön. Nahrungsmittel wächst auch. Jawohl. Wir werden die zwei Wachtürme hier noch ein Stück vorsetzen, dass das unterirdische Metall da noch mit geschützt ist. Und dann könnten wir uns, das wollte ich nicht, dann könnten wir uns gleich mal hier im Norden noch anschauen, wo wir noch Speertürme errichten müssen. Hier noch ein Speerturm. Hier oben ebenso. Und da noch ein. Ich glaube, dann haben wir das komplette Tal erkundet. Krass. Schmutzung ist aufgebraucht. Das ist schön. Was ist das? Hier gab es irgendwelche Explosionen. Nicht so toll. Wir sollten hier mal unser allererstes... Ich habe vergessen, wie das heißt. Das sind solche Aufräumen und Reparaturtrupps. Wir haben noch das noch kein einziges Mal gebaut, weil wir reparieren die ja immer manuell von Hand, aber wir haben im Moment genügend Leute. Und mal nachschauen, wo das überhaupt möglich ist. Oder was zählt denn das? Du weißt noch nicht so richtig, was ich meine, glaube. Instandhaltungswerk. Automatisiert Dekontaminierungs- und Reparaturaufgaben. Ein Kolonist, der einem Instandhaltungswerk zugewiesen ist, dekontaminiert und repariert automatisch beschädigte Gebäude innerhalb der Arbeitszone. Oh Gott, schaut euch das mal an, wie gering das ist, die Arbeitszone. Gefällt mir überhaupt nicht. Wenn wir unsere ganze Kolonie damit zupacken würden, bräuchten wir ja zig von diesen Instandhaltungswerken. Das ist ja Quatsch. Also das ist mir zu gering, Leute. Ganz ehrlich. Wenn wir das hier hinpacken. Also hier würde es sich vielleicht noch lohnen, weil hier unser Großteil unserer Stromversorgung halt produziert wird. Und wir ja auch in Zukunft vorhaben, hier die Stromversorgung noch auszubauen. Wir bauen es mal hier hin, weil hier viele kleine Gebäude halt sind, die repariert werden können bzw. müssen. Aber wenn wir das für das gesamte, für die gesamte Kolonie benutzen würden, boah. Nee, danke. Ah, neue Forschung reinstellen. Upgrade zu einer Dampfsauna. Was ist denn der Vorteil dann? Hygiene ist zwingend, um eine Kolonie gesund zu halten. In der Dampfsauna können sich Kolonisten von schädigen Partikeln und Erregern säubern, um Krankheiten im Keim zu ersticken. Sie hilft dabei, Pandemien vorzubeugen und Winterstürme zu überstehen.
Da der warme Dampf die Kolonisten eine Zeit lang vor dem Erfrieren bewahrt. Brauchen wir halt Energie dafür. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Überspannungsschutz oder Katastrophenprognose. Das Radar halt. Wir holen uns das Radar. 700 Forschungspunkte, heftig. Bald haben wir genügend Komponenten, um diesen zweiten Metallextraktor zu bauen. Problem wird werden, dass wir hier dann noch einen... Ja, wie heißt's? Ja, so einen großen Transformator hier mit hinbauen müssen, damit das mit Strom versorgt wird. Das bedeutet, wir brauchen nochmal mehr von diesen Komponenten. Ja, 40 Komponenten also. Na gut, den großen Transformator können wir ja schon mal bauen. Ja, das bauen wir alles zusammen. Also 40 Komponenten brauchen wir. Sind fertig gebaut. Der Wachposten ist fertig. Der ist auch fast fertig. Warten wir noch kurz. Schön. Dann können wir die zwei hier abreißen. Bauen hier den Metallextraktor. Und jetzt noch den großen Transformator. Können wir hier anbauen und das reißen wir dann mal doch näher ab. Lassen wir mal noch stehen den Wachturm. Wir haben genügend Leute da. Und das werden wir mal priorisieren. Arbeitszone kann man verlegen. Drei Leute können hier arbeiten. Für so einen kleinen Bereich drei Leute. Nachts machen wir ordentlich Minus an Strom. Das wird jetzt halt noch krasser werden hier. Durch den Metallextraktor. Den müssen wir noch upgraden. Stimmt. Gar nicht dran gedacht. Gemein aussehende Gruppe steht am Tor. Was ist hier los? Betonextraktor. Fehlen Leute. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir bemannen die Zinnen. Teileproduktion, das ist ein Mist, Mann.
werden nicht umhin kommen, hier noch eine zweite Werkstatt zu bauen. Was kosten die uns? Boah, 110 Metall, 30 Komponenten. Boah. Teile sind wichtig. Aber das nimmt kontinuierlich ab. Okay, wir kümmern uns erstmal um die Spezialisten hier. Der ist fertig. Außenposten bauen, wir hatten gesagt, Lebenserhaltungsaußenposten. Can do. Can do. Dann mach das mal bitte. Outpost is now complete. Sehr gut. Und Lancaster ist fertig. Ja, er muss halt jetzt hier warten, bis er hier fertig ist. Er plündert halt noch. 12 Stunden noch, dann ist er fertig. Kommen die ersten Wachen. Was? Kolonisten wird angegriffen? Ah. So blöde Sandwurm da. Auf dem letzten Stück gibt es ja nochmal Viecher. Na gut. Eins nach dem anderen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um diese Gruppe hier unten. Ja, machen wir so. Was wollt ihr denn? A heavily armored truck screeches to a halt by the gate. Aus einem gepanzerten Laster steigen eine Reihe von bewaffneten und gepanzerten Leuten aus. Ihr militärischer Hintergrund ist nicht zu übersehen, aber die Uniformen wurden mit bunt zusammengewürfelter Kleidung ersetzt, die bei einigen mit verschiedenen Trophäen verziert sind. Ihr Anführer kommt auf dich zu. Wir sind auf der Jagd nach Banditen und bitten um ein paar Vorräte. Noch bevor du antworten kannst, fügt er hinzu, nein, wir fordern sie. Schließlich setzen wir für euch Zivilisten unser Leben aufs Spiel. 17 Mal Blaster wollen die, haben wir leider im Moment nicht. Gerade darauf geachtet, dass uns das Blaster ausgeht. Wir könnten ihnen ein bisschen Fisch geben, können es ablehnen, das heißt, sie würden uns angreifen. Oder lehnen es ab und sag, dass du Drohungen nicht tolerieren wirst. Lehnen es ab und sag, dass du nichts erübrigen kannst. Wir geben denen die 10 Fisch, wir haben mehr als genug Fisch. Weil die Reparatur von dem Tor ist teurer, das kostet wieder 30, 40 Metall, als diese 10 Fisch. Gib ihnen etwas. Darum hatte ich dich gebeten, ruft er wütend. Die wenigen Ressourcen, die du ihm präsentiert hast, scheinen der Anführer Söldner nicht glücklich zu machen. Wenn ein Mitglied meiner Truppe deswegen verletzt wird, dann reißen wir dieses Dorf nieder. Die Söldner schubsen deine Leute zur Seite, schnappen sich die Kisten und rasen davon. Naja, gut. Sind sie weg. Hoch mit euch her. Greift den Speerturm an. Was ist denn mit unserem Plastischwürfzug? Der arbeitet auf Hochturm. Das wird das nächste auch mit sein, was wir brauchen. Wir brauchen so viel. Ach. Hat sich wieder zurückgezogen? Dann in den Brand gesteckt und dann hat er sich zurückgezogen, oder wie? Da kommen unsere unsere Spezialisten. Das sind alle drei, sehr gut. Fasern gehen langsam alle.
Aber Kleidung haben wir ordentlich zur Verfügung. Na, wo bist du blöder? Da ist er. Wir gehen kein Risiko ein. Sorry. Renn. Oh, da ist noch ein zweiter. Ein Hit noch, dann rennen wir auch mit ihm weg. Gut, dass wir zu dritt hin sind. Zu zweit hätten wir die zwei Sandwürmer wahrscheinlich gar nicht geschafft. Reißen wir den ab. Ebenso den hier hinten. Und zu guter Letzt auch noch. Ja, den brauchen wir nicht. Also den brauchen wir noch. Den reißen wir dann noch ab. Wenn der. Andersrum. Den reißen wir ab, wenn der fertig ist. Jetzt haben wir es. Fehlt es noch ein bisschen an Plaster. Dampfsauna, ja. Dampfsauna, Plasterextraktor. Ich schreibe mir das mal auf, ich vergesse das sonst. Dampfsauna, Plasterextraktor. Und Strom. Mehr Strom brauchen wir auch. Oh Mann, nur zu tun hier. Nur zu tun, die Leute. Und Spezialisten sind auch einsatzbereit auf der Weltkarte. Oh Mann, und. Über 32 Minuten schon wieder die Folge lang. Freunde der Nacht, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Däumchen oben da. Schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es natürlich noch einen wunderschönen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich heftigst freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.